Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. In der Georgenkirche Wahrenmüritz ist der Gospelchor Berlin-Marienfelde am 7. Juni zu Gast. Der Chor besteht aus gut 50 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 90 Jahren. Der Chor singt viele traditionelle Gospels und Spirituals, aber auch moderne christliche Lieder. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die besseren Wälder erzählt die Geschichte des Wolfswelpen Ferdinand, der früh seine Eltern verliert. Aufgenommen wird er ausgerechnet von einem kinderlosen Schafspärchen. Lange geht alles gut, doch irgendwann meldet sich die Natur des Raubtieres. Zu sehen am 6. Juni um 13.45 Uhr und am 15. Juni um 19.30 Uhr, jeweils im Mahlsaal Parchim. By the Sea – Bilder von den Küsten der Welt. Der Name der Ausstellung mit Fotografien von Michael Priebe sagt eigentlich schon, worum es geht. Mit seinen Fotos führt Michael Priebe an verborgene Orte entlang der Küsten. Dänemark, Portugal, Russland oder Island sind nur einige Ziele. Jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte. Die Ausstellung ist bis zum 11. Oktober in der kleinen Galerie des Hanseseel-Vereins Rostock zu sehen. Einst trat er für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Max Mutzke kommt am 15. Juni auf die Schweriner Freilichtbühne. Gemeinsam mit Frank Castanier, Wolfgang Hafner und Christine von Kapphengst wird dem Publikum eine Mischung aus Jazz, Soul, Funk und Rhythm and Blues geboten. Karten gibt es unter www.stadthalle-schwerin.de. Richard Vossidlow war Gymnasialprofessor und Volkskundeforscher. Seit 150 Jahren trägt das Gymnasium in Wahrenmüritz seinen Namen. Dieses 150-jährige Jubiläum wird mit einer Sonderausstellung im Müritzeum gefeiert. Interessante Einblicke in 1,5 Jahrhunderte Schulgeschichte. Nachsitzen wurde von der Rabatz Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte konzipiert. Einen bunten Querschnitt des vielfältigen Lebens im Wildpark MV erleben Sie in der neuen Fotoausstellung im Umweltbildungszentrum. Eichhörnchen, Waschbär, Wolf, insgesamt 26 Fotografien von 9 Hobbyfotografen des Fotostammtisch Tetero wurden zusammengestellt. Darüber hinaus sehen Sie noch eine Gastfotoausstellung vom Öland Fotoclub aus Schweden. Die Tierporträts sind bis Ende der Saison 2019 zu erleben. Ich zerstöre Dinge. Jetzt hör mir mal zu. Wenn du etwas zerstörst, kann ich es reparieren. Ich habe eine Schule für Menschen wie dich, Jean. Wir könnten deine neue Familie sein, wenn du das willst. Los! Wo ist sie? Wo ist sie? Es tut mir leid. Jean! Sie müsste tot sein. Was da oben passiert ist, hat sie stärker gemacht. Sie verändert sich. Inwiefern? Ich habe Angst, wenn ich die Kontrolle verliere. Geschehen den Menschen, die ich liebe, schreckliche Dinge. Ich gebe dich nicht auf, Jean. So funktionieren Familien. Wir sind füreinander da. Diese Kraft hat alles zerstört, womit sie in Kontakt kam. Bis du kamst. Was sie nicht verstehen, fürchten sie. Und was sie fürchten, das wollen sie vernichten. Bist du ein verängstigtes kleines Mädchen, das auf einen Mann im Rollstuhl hängt? Oder bist du das mächtigste Wesen auf diesem Planeten? Sie wird uns alle töten. Jean! Das ist deine Schuld, Charles. Sag mir, wie wir das hinkriegen. Sag mir, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Sie muss sterben. Sie ist immer noch Jean. Wir können ihr noch helfen. Manchmal möchte man glauben, dass Menschen nicht so sind, wie sie erscheinen. Und wenn man die Wahrheit erkennt. Ist es zu spät. X-Men Dark Phoenix.
sie kommt. Sommer 2019 nur im Kino. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.